Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckpros Z-Stein mit einem Gem-Knight-Deck. Das Blatt ist für Gem-Knight-Verhältnisse gar nicht mal so scheiße. Was willst du mit dem Blatt machen? Seraphniten bauen? Ich meine mich zu erinnern, eben für Gem-Knight-Verhältnisse gesagt zu haben. Und jetzt ist das Blatt sowieso ganz nice. Nein, wir holen jetzt keinen Seraphniten, wir holen jetzt die Lady, hätte ich gesagt. Also wir können jetzt erstmal. Ihr könnt jetzt erstmal Twin Twistern. Das ist, glaube ich, mal ein Anfang. Richtig, dafür schmeißen wir Turmalin ab. Ja. Wir sehen auch gleich, was der Gegner spielt. Schade. Nicht ganz. Das ist ein Deckverwüstungsvirus. Deckverwüstungsvirus. Ich habe das Gefühl, wir haben die entscheidende Karte verfehlt. Egal. Brilliant. Wir haben den Wendetyp über den Haufen geschossen. Damit haben wir die entscheidende Karte getroffen. Es ist keine Vanity. Ja, jetzt machen wir erstmal Brilliant of Lady. Ja. So, wo bist du? Da. So, Lazuli auf jeden Fall. Wenn der Hand auf den Friedhof gelegt wird. Durch Karteneffekt auf den Friedhof, danke. Das heißt, du. Dann noch irgendwas, und dann das normale Monster, was wir wieder auf der Hand haben möchten. Das heißt, was wollen wir jetzt als nächstes noch bauen? Wollen wir einen Topaz bauen, oder? Wir haben... Es ist wurscht, weil ich nehme einfach das und das und haben wir alles abgedeckt. Okay. Weil wir haben schon einen Garnet auf der Hand, das heißt von daher. Ein dreifaches Foolish, muss ich sagen, hat was. Ja, wenn das Deck nur ein bisschen mehr damit anfangen könnte. So, dann... Ist der Kollege Wons Partei? Wer, der hier? Nein, der Lazuli. Nö. Ach krass. Warum denn? Warum soll der Wons Partei sein? Machen wir mal fröhlich weiter, ne? Ja. So, was können die jetzt alle? Ich glaube, der ist ganz gut. Der kann eine offene Karte über den Haufen schießen, nee. Das bringt uns nichts. Topaz... Der kann zweimal angreifen. Ja, gut, für einen OTK, wenn die verdeckt. Warte, wer konnte doch noch irgendeiner auf Backrow schießen? Wer war denn das? Nee. Der kann das nicht. Nein. Was kann der Prisma Aura? Der kann offene Karten schießen. Ah ja. Dann haben wir keinen, der das kann. Dann nehmen wir einfach Topaz und pushen für Kill, hätte ich gesagt. Ja. Halt! Wir können noch weiter fusionieren. Ja, ja. Wir können aber auch noch anderen Zeug machen. Nee, ich würde Zitrinen. Ah! Hier, den da. Wenn der auf den Friedhof... genau, das heißt, jetzt holen wir erstmal die Fusion zurück und dann fusionieren wir den weg. Richtig. Ein Lazuli kann weg. Ja. Halt, wir müssen jetzt gucken, was wir jetzt bauen. Den da, hätte ich gesagt. Nee, der braucht drei. Ja, eins, zwei, drei. Ja, ich will die Lady aber nicht wegschmeißen. Die kann doch noch kopieren, oder? Nein, der kann kopieren. Das war die Lady vom Friedhof. Ach so, ja, dann hauen wir jetzt die Lady weg. So, dann... Das lag da. Schade. Okay, dann haben wir die wichtige Karte verfehlt, weil der Deckverwüstungsvirus tot gewesen wäre. Aber ich würde mal sagen, der hätte gut genug. Warte mal. Achso, gesetzten. Nevermind. Ja, der Deckverwüstungsvirus hätte ihm 0, gar nichts gebracht. Deswegen sag ich ja, wir haben die entscheidende Karte verfehlt. Das ist ein geheimes Dorf der Hexer.
Wird mich mehr kratzen, wenn ich da kein Monster liegen hätte, das ihn killen könnte. Ja, dann greifen wir einfach mal an. Ja. Er muss jetzt schon die Mirror Force haben. Pech. Ja, okay. Dann, bis gleich zur Deckbewertung, würde ich sagen. Bis gleich. Das gilt nur, wenn er selber ein Monster von Packs auf dem Feld hat, ne? Das ist mir sowieso wurscht gewesen. Ja. Aber das war jetzt das sicherste Play. Ja. Einfach anzugreifen. Ja, weil wir hatten Liefel auf dem Board. Ich meine, das hätte man noch machen sollen. Wir hätten die Fusion zurückholen können und weiter. Mit dem, wir hätten auch nicht mehr machen können, als noch ein Monster aufs Feld bringen. Ja, eben. Also, bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben dreimal Garnet, dreimal Turmalin, dreimal Saphir. Einen Donnerkaiju, Gamesiel, Vulkanische Königin, Trickclown, Rescue Rabbit, dreimal Obsidian, dreimal Lazuli, zweimal Dai, dreimal Fusion, ein Raigeki, zweimal Pot of Desires, dreimal Absorptionsfusion, zweimal Twin Twister, dreimal Brilliant Fusion, zweimal Pyroxene-Fusion und dreimal Strike. Extra Deck haben wir zweimal Brilliant Diamond, Master Diamond, Zirconia, Prisma Aura, Citrin, Amethyst, Rubin, Topaz, Aquamarin, Lapis Lazuli und Seraphnid sowie Dark Rebellion, Castle und Abyss Dweller. Erstens, interessante Wahl der Rang 4 Monster. Explizit der hier. Ja, nee, der ist nicht so gut, als Utopia Lightning besser. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du den Platz für Utopia plus Lightning nicht erübrigen könntest. Moment, wo ist er? Da. Der ist jetzt nicht so dolle. Klar, er hat Attack. Aber Attack haben noch mehr. Gibt es irgendwelche Gemknight-Karten oder Gemknights, die nicht verbaut wurden? Es gibt einen Haufen der Gemknights, die nicht verbaut wurden. Es geht nämlich nicht um die Vanilla-Monster. Klar. Was haben wir hier? Alexandrit? Ist uninteressant. Mir geht es nicht um die ganzen Monster da. Die sind mir alle egal. Ich weiß, dass die alle nicht gut sind. Es geht um Fusion. Okay, schauen wir mal. Das ist der... Ey! Fusionen! Ach, Fusionsmonster meinst du? Ja. Ach so. Hammer. Okay. Okay, was ist Partikelfusion? Lege von deiner... Nee. Was ist das hier? Nee. Meh. Und das hier? Nee. Und das hier? Das könnte man nehmen. Ah, das ist nicht schlecht. Ich meine auch nicht besser als die Pyroxene-Fusion. Die reißt auch aus höchstem Gegnerzug aktivieren. Und ich denke fast, dass die Fragmentfusion unter Umständen besser sein könnte, weil du ja davon ausgehst, dass du in deinem eigenen Zug schon fusioniert hast und dann kannst du mit der Fragment Fusion nochmal im gegnerischen Zug fusionieren. Das Blöde ist nur, die Gemknights sind jetzt alles keine Monster, die sagen, sie kommen rein und haben irgendwelche krassen Effekte. Ja, dann lass uns mal überlegen, an welchem Punkt ist es so viel. An welchem Punkt willst du die Pyroxene Fusion und nicht die Splitter Fusion haben? Weil ich was machen. Also beide müssen einen Zug liegen, um scharf zu sein, weil sie entfallen kann. So. Schon mal schlecht. Pyroxene Fusion, Verband von Hand und Feld. Splitterfusion von Feld und Friedhof, wenn ich es richtig gelesen habe. Nur Friedhof. Nee, nur Friedhof. Okay, aber gehen wir mal davon aus, dass du gerade eine Kombo durchgezwiebelt hast und ordentlich fusioniert hast. Dann sind deine Monster wo? Richtig auf dem Friedhof. Ja, so muss man natürlich auch wieder sagen, dass du First Turn nicht durchziehst und wenn du Second Turn durchziehst, bringst du den Gegner wieder um oder wirst gestoppt und hast dann verloren. Also von daher, ja. Anders ist, wenn du First Turn nicht durchziehst, dann wirst du so halt irgendwas machen und selbst wenn du den gegnerischen Zug überleben, was mit diesem Deck jetzt nicht allzu wahrscheinlich ist, wirst du dann in deinem nächsten Zug halt ordentlich was machen. Und dann hast du von der Splitterfusion mehr als von der Pyroxenfusion. Ich meine, klar kann es auch passieren, dass du mal die Gemknight Fusion nicht ziehst und dann die Pyroxene als sehr viel schlechtere Nummer 4 und 5 im Deck hast. Aber ich meine, du hast die ja auch noch. Klar, mit der Absorptionsfusion kannst du dann nicht mehr Splitterfusion machen, aber... Ich meine, rein theoretisch gibt es das Play, dass du sagst, ich beschwöre First Turn das Ding, was End of Turn alles bounced, alle Zauberfallen bounced, hoffe dann, dass der überlebt und bastel End of Turn mit der Fragment Fusion irgendwas anderes, damit die Backrow, die der Gegner gerade gesetzt hat, gebounced wird. Wie wahrscheinlich ist das? Richtig, kommt nicht vor. Ja, das klappt auch nur mit der Pyroxen. Ja, eben. Das wäre ein Argument für die Pyroxene. Achso, weil du gerade Fragment gesagt hast.
Und ja, das ist, das passiert aber nicht. Richtig. Ansonsten hat dieses Thema das Riesenproblem, dass die Monster alle nichts können. Also nichts können, außer ein bisschen Wumms machen. Keines von denen kann Nein sagen. Und das ist in der heutigen Meta ein Riesenproblem. Du kannst mit diesem Deck nicht wirklich gut First gehen, weil du First Turn nichts hinlegen kannst, außer einem Strike, was Nein sagt. Und Strike ist jetzt nicht das Beste in einem Spiel, übrigens Barrier. Um eine Barrier rumzuspielen? Klar, liegst du eine Barrier hin, kannst du da mit dem Gegner zumindest einen Zug nehmen, wenn du anfängst. Wenn du Second gehst, hast du sowieso reingeschissen. Aber wenn du First gehst und ihm eine Barrier hinlegst, dann überlebst du den Zug vom Gegner mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, hängt vom Decker, was er spielt, und dann kannst du ihn vielleicht sogar umbringen. Ja, also ich denke auch, das Umbringen ist mit diesem Deck wesentlich leichter als das Überleben. Deswegen sollte man zusehen, dass man mit den Fallen das Überleben hinbekommt. Dann ist der Deck natürlich noch ziemlich Brick-anfällig. Weil ich meine, du hast 9 Monster, doch relativ viele Vanillas, die erstmal so überhaupt nichts machen. Du hast vulkanische Königin anstatt des Feuer-Kaijus, was Sinn macht, weil Zitrin-Pyro-Monster braucht und du somit ein viertes Pyro-Monster im Deck hast. Gut, du hast dann allerdings keine Normalbeschwörung mehr mit der vulkanischen Königin, muss man auch dazu sagen. Und zwar gar keine. Weder die erste noch die zweite vom Seraphnid. Weil du kannst nicht normal beschwören. Das heißt, der Seraphnid ist dann so, und das ist dann halt doch nochmal ein hartes Minus. Klar kann man jetzt auch sagen, dass die vulkanische Königin von vornherein als Fusionsmaterial gedacht ist und nur als Kaiju nutzt, wenn es nicht mehr anders geht, aber so sollte man an die Sache nicht rangehen. Ja, an sich hat dieses Deck, wie gesagt, das Riesenproblem, dass nichts in diesem Deck drin ist, was Nein sagt. Also im Extra-Deck, und das ist halt echt schwierig. Du kannst halt nichts aufbauen, was ein Gegner nicht brechen könnte. Und deswegen sind 10 Punkte hier schon ziemlich großzügig, sag ich mal. Es ist nicht wirklich ein Problem vom Deckbau, gut, das hat mit der Splitter statt Pyroxen, aber ansonsten hat das Deck halt, und das mit der vulkanischen Königin, aber ansonsten hat das Deck halt, das Thema ist halt, Das Thema ist halt echt nicht gut. Würde das ein Nein kriegen, das am besten noch nicht once per turn ist, sondern nur once per copy, dann könnte das Deck sogar ziemlich was auffahren, weil das hat nette Fusionskombis. Ja, also du würdest es halt schaffen, wenn du eine Fusion hättest, die Nein sagen könnte, eine Crystal Wing Fusion, also irgendwie sowas wie Crystal Wing. Ja, sowas wie Dinge, wie heißt Jackie Naga. Zum Beispiel. Irgendwas halt. Zum Beispiel sowas wie Jackie Naga. Die kannst du halt relativ ressourcenschonend First Turn bauen und dann Second Turn Gegner umbringen. Aber, ja. Hat's halt nicht. Und deswegen, wie gesagt, 10 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.